Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir legen einige Sachen ab, bevor es dann zur nächsten Aufgabe geht. Sachen ablegen, Waffen, Waffen, Waffen. Ja, erstmal Waffen hier rein. Warum können wir die Planke eigentlich nicht zerlegen? Ich dachte, die können wir zerlegen. Wahrscheinlich nur an der Waffenbank. Moment mal. Haben wir hier eine? Haben wir hier keine? Okay, eine Werkstatt ist dort, aber keine Waffenbank. Mal sehen, ob wir hier eine schnell hinzaubern können. Ich glaube, diese war günstiger hier im Allgemeinen. Ja, es sieht so aus. Ja. Direkt daneben, Waffenwerkbank. Und weil wir gerade dabei sind, schnell noch eine Rüstungswerkbank. Ja. Und was herstellen. baust du da? Jetzt dürfen wir natürlich nicht das verwerten, was uns so ans Herz gewachsen ist. Das ist ja neckisch. Das könnten wir eigentlich, also das Revolutionärsschwert können wir gleich Preston geben vielleicht. Und Station verlassen natürlich. Ja gut, hier sind Sachen bei, die wir jetzt nicht zerlegen wollen. Aber die können wir erstmal hier reinlegen. Damit wir etwas leichter sind. Ich sehe, wir haben ja gar nicht so viel Gewicht. Ja, okay, Chance von 10%, einen Nahkampfangreifer bei einem Treffer zu entwaffnen. Entwaffnen? Ist ja eigentlich nicht schlecht, also kann man das doch noch. Ich dachte, das geht hier jetzt gar nicht mehr. Ein bisschen lassen wir mal hier in Nordhagen Beach. Wir müssten überall so eine Kiste aufbauen noch, damit wir in jedem Dörfchen irgendetwas Sinnvolles haben in dieser gelben Kiste. Auf jeden Fall können wir noch mal Schrott ablegen. Und E. Nein, eben nicht. Ja. T, Schrott. Okay, auf zur nächsten Aufgabe. Ganz kurz nochmal geguckt, wie es unseren Siedlungen allen geht. Ja, hier die Burg braucht Schutz. Und gut, Warwick braucht Schutz. Natürlich, sind denn da schon mehr Leute? Nein, es sind nicht mehr Leute dort. Da müssen wir unbedingt mal hin. Was ist denn mit der nächsten Aufgabe? Ghoul-Problem bei County Crossing. Oh nein, nicht das schon wieder. Und das hier eigentlich auch nicht so gerne. Was ist das? Nein. Und die verschollene Patrouille, höre dir Ritter Estlin Soloband an. Okay. Ja, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen ja irgendwas tun hier. Okay, gehen wir da nochmal hin. Reicht das dann mit dem Wasser, das wir jetzt dabei haben? Wir können direkt dorthin. Okay. Der Robco Pip-Boy ist das ultimative persönliche Computersystem. Ja, ich denke, wir haben ein wenig Zeit. Ich danke nochmal Kenny Roach für den Kommentar. Ja, sich auf Ich Stärken glaube, ich kann konzentrieren. das Sollte man sich unbedingt mal angucken auf deinem Kanal. Ist auf jeden Fall sehenswert auch. Und wir werden gleich hier von einer Maschinengewehr-Turm zerlegt. Oh nein, noch ein Auto. Das schaffen wir, das schaffen wir. Ja, geschafft.
Ja, muss ich sagen. Also ich habe mir angeguckt letztens bei Kenny Roach auf dem Kanal, sich auf Stärken konzentrieren. Ich muss sagen, ja, das sollte mir eine Lehre sein. Denn was sind denn meine Stärken hier zum Beispiel? Was ist das? Siedler. Siedler? Warum Siedler? Wo kommen die her? Ach, das ist so in der Nähe von... Aha. Ach so, ja. Das ist hier ganz in der Nähe. Das ist interessant. Denn wir waren ja letztens... das erste Mal waren wir von Kinderkrippe Greentop hierher geschickt worden. Und da war das doch ein ziemlich weiter Weg. Wir kamen von da hinten hierher. Ah ja. Und wir haben hier direkt eine Siedlung von uns hier in der Nähe. Auf jeden Fall genau. Sich auf Stärken konzentrieren. Sehr interessant. Erstmal der Vortrag, das Video ist sehr interessant. Hat mich erinnert ein wenig an diese Tierschule von George Travis, glaube ich. Die Tierschule, in der es darum geht, dass die Tiere irgendwie eine Schule aufgemacht haben. Und da wurde dann gesagt, ja, es ging dann darum, klettern, laufen, fliegen und... Irgendwas stimmt hier nicht. Die Ente kam dann schon ganz gut klar mit dem Fliegen vielleicht oder mit dem Schwimmen. Ich glaube, Schwimmen gab es da auch noch. Die kam dann damit so ganz gut klar. Aber Klettern war nicht ihr Ding. Und ja, so, ich versuche das jetzt mal irgendwie in den Fuß zu schießen oder das Ding. Das sollte eigentlich helfen. Und ja, mit dem Schwimmen kam die Ente auf jeden Fall gut klar, aber die hatte so ihre Probleme, selbstverständlich, mit dem Klettern. Und sie hätte eine super, super Schwimmerin werden können für Olympische Spiele oder was auch immer, ja, sich anmelden. Aber da sie sich in dieser Schule auf das Klettern konzentrieren musste, ja, da konnte sie sich nicht mehr so sehr auf das Schwimmen konzentrieren. Gut, da mittelmäßig, das war aber in der Schule ganz okay, mittelmäßig ist ja in der Schule, ist ja okay, es geht ja, wird ja akzeptiert. Und ja, mit dem Klettern hat es natürlich immer noch nicht geklappt. Aber ja, das ist genau die Message, finde ich, die Moral eigentlich, die dieses Video von dir von Kenny Roach rübergebracht hat. Eben, ja, sich auf nicht unbedingt seine Schwächen, die hat jeder, nicht darauf unbedingt konzentrieren, sondern das machen, was man gut kann. Und das eben noch verbessern und das darin halt immer besser werden. Das ist super, also ich muss sagen, die Videos gefallen mir richtig gut. Ich wollte eigentlich nur mal reingucken, so rein aus Interesse natürlich. Wenn mir jemand hier was schreibt, dann schaue ich natürlich auch auf seinen Kanal, wie das da so aussieht und wie er das so macht. Aber ich muss sagen, das hat mich gefesselt. Also ich werde da öfter mal vorbeischauen und mir das angucken. Kann ich nur empfehlen nochmal, Kenny Roach, den Kanal mal sich anzuschauen genauer. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist echt sehr, sehr gute Sachen dabei. Ich bin schon gespannt auf die nächsten Videos. Okay. Ich wundere mich jetzt, dass hier nicht dieser super Plünderer, dieser super fiese, ja, legendäre, oh, wie schön, Kreide für Asbest. Ja, der fiese Plünderer-Ghoul hier drin ist, das wundert mich jetzt irgendwie ein bisschen. Plünderer, habe ich das jetzt zum zweiten Mal falsch gesagt? Preston lässt einen nie vorbei. Ich meine, der legendäre... Es gab hier noch einen legendären eigentlich immer hier unten. Der war anscheinend diesmal gar nicht dabei, oder ich habe das nicht so jetzt beachtet irgendwie. Ah, die sind doch schon tot. Den haben wir ja gerade von unten erschossen. Ja, zu dem Thema auf jeden Fall könnte man sich auch noch was von Dr. Jane Bluestein angucken. Die hat leider nicht ganz so viel auf YouTube, aber die hat, denke ich, da mal nachgeforscht. Die Tiergeschichte, die kannten viele, aber niemand wusste so richtig, wo die eigentlich herkommt. Die fand dann eben raus, dass es von George Travis ist, wenn mich nicht alles täuscht. Vorher habe ich es auf jeden Fall vom Birkenbeetle gehört und die meinte auch, es war sehr schwer irgendwie
rauszufinden, von wem diese so bekannte Tiergeschichten, Tierschulen-Metapher ist. Eben von George Graves. Okay. Ja, was machen wir jetzt hier? Wir haben natürlich hier unsere Ziele zu verfolgen. Die mit Sicherheit wieder hinter dieser Tür dort liegen. Müssen wir den jedes Mal hacken? Wenn wir hier sind? Okay, dann hacken wir den nochmal. Ich glaube, das Passwort können wir auch irgendwo finden, aber hacken geht ja jetzt doch. Einmal gehackt, dann können wir die auch. Moment mal. Ja, Türsteuerung. Und Tür öffnen. Einmal gehackt und dann brauchen wir es wahrscheinlich dann doch nicht mehr. Okay. Wir plündern trotzdem nebenbei ein wenig. Denn wir brauchen für die Siedlung irgendwann nochmal ein paar andere Sachen. Oh oh, falsche Waffe, oder? Schaffen wir das denn jetzt? Ja, ich überlege auch, ob ich mal ein paar Motivationsvideos machen soll oder irgendwas in Richtung Psychologie. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, das zu unterrichten. Aber ich weiß nicht, ob das so das Thema mit diesem Kanal jetzt ist. Da ist er denn irgendwie. Das ist Preston. Preston kann das. Preston ist nicht schlecht. Kannst du sie sehen? Wow. Oh yeah! Haha, Vets verbessert Lederrüstung, rechtes Bein. Um 10% reduzierte Aktionspunkte, Kosten im Vets. Sehr gut, das nehmen wir mit. Grundwaffen, Brennstoff und U-Bahn-Marke auch. Hier drüben. Was, wo? Ich hab doch auch gerade was. Ah, Preston ist nicht schlecht. Spielzeug Außerirdischer. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht. Haben wir genug Wasser noch? Zu viel getrunken. Oh, jetzt habe ich einen Wasserbauch. Oh Mann. Hier draußen war doch nichts mehr, oder? Ich glaube, so ein leuchtender, aber der war ja beim letzten Mal. Ach nee, wir sind hier. Ich erinnere mich. Ja, gut. Okay. Ja, okay. So, Sturmfeuerzeuge sind immer gut. Kann man hier nicht durchschießen? Das wäre doch. Mein Gott, wir waren jetzt schon. Ich glaube, wir sind jetzt schon zum vierten Mal hier. Und ich weiß immer noch nicht so. Preston, schleich dich nicht immer an wie ein Eichhörnchen. Mensch. Warum nehme ich so einen blöden Besen? Der wiegt doch nur. Wo kam der jetzt her? Ach, von da. Aha, hier müsste man noch durchschießen können. Aber da ist niemand. Da ist niemand zum Erschießen. Kronkorken und vergoldetes Sturmfeuerzeug. Ja, so bekommen wir natürlich gut unsere Öle zusammen, unser Öl zusammen, das wir dann brauchen für Verteidigungsanlagen. Ja, wenn wir jetzt hier schon mal sind zum x-ten Mal, dann können wir doch auch plündern, was das Zeug hält, oder? Was meint ihr? Ich hoffe schon, dass Plündern okay ist jetzt. Wieder nach so langer Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, was hier mit dem Monitor los war. Mit dem Terminal. Was steht denn da so drin? Okay. Admin-Login. Passwort erforderlich. Und Warnung. System aufgrund von inneren Unruhen gesperrt. Zugang nur für autorisiertes Personal. Passwort Überbrückung erkannt. Waffenkammer, Verwaltungs- und Bestandssystem. Bitte Befehl eingeben. Türfernsteuerung. Tür verriegeln. Nein, wollen wir nicht. Ah, alles gut, das war das hier.
Und die Waffenkammer ist ziemlich weit draußen. Oh, falscher Weg. Richtiger Weg. Ja, okay. Ja, das wird wahrscheinlich der Leuchtende sein, den wir jetzt hier kriegen müssen. Aber das Gewehr ist doch auch ziemlich stark geworden, habe ich gerade gemerkt, gegen Ghule. Oder war das Preston jedes Mal? Oh Mann, wie gerne würde ich jetzt irgendetwas da unten reinwerfen. Ach so. Das ist der richtige Weg hier. Ich muss nur den Leuchtenden irgendwie aufwecken. Wow. Nicht schon wieder sowas. Aber wir hatten ja schon so einen halbwegs ganz guten Trick hier raus, um mit dem Leuchtenden fertig zu werden einigermaßen. Jetzt haben wir auch noch bessere Waffen als zuvor. Einigermaßen bessere Waffen. Ganz optimal gegen den Leuchtenden. Vor allem sollten wir mal treffen. Ich glaube, der ist direkt hinter mir, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt latsch. Ach, der ist doch feige. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht hier runter. Der hält aber auch was aus, ey. Junge, Junge. Das ist ja fürchterlich. So, dann plündern wir noch etwas, genau, abgeschlossen. Wir plündern noch, was das Zeug hält hier. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. So viel wir tragen können auf jeden Fall. Preston, lass mich mal bitte durch. Danke. Okay, das waren Kronkorken, glaube ich. Ich sehe auch die Zeit. Die Zeit ist schon wieder rum. Ich glaube, es sind jetzt so an die 17 Minuten oder sowas. Ziemlich lange. Was ist hier mit dem? Hey, die Waffe ist ja wirklich nicht schlecht geworden. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.